Sommerferien, Sonne, Wasser. Eine Kombination, die sicher Spaß macht. Wie sie mit Sicherheit Spaß macht, weiß unser Partner, die Niederösterreichische Wasserrettung. Auch zum Thema Anfänger-Schwimmausbildung. Wir sind heute in Berchtoldsdorf im Bad beim Ralf Hamburger. Euer Schwerpunkt ist Ausbildung. Bei euch kann man bevorzugt einmal schwimmen lernen. Da fängt man am gescheitesten gleich im Kindesalter an, denke ich doch. Ab wann wäre es denn gescheit, so mein Kind aufs Schwimmen vorzubereiten? Ja, Vorbereitung kann gleich mit dem Kinder, mit dem Babyschwimmen beginnen eigentlich. Ein richtiger Schwimmkurs, sage ich, ohne Eltern, wo die Kinder klassisch schwimmen lernen, ist ab 5 Jahren gescheit. Allerdings kann man auch vorher trinken. Der Wunsch der Eltern ist da, dass man vorher zu schwimmen beginnt. Deswegen geht's los ab 3 Monate mit dem Babyschwimmen und immer wieder aufbauend alle möglichen Kursangebote. Bevor es dann mit diesem Schwimmkurs für die 5-Jährigen, wo es wahrscheinlich einen Schwimmstil dann gezielt zu erlernen gibt, loslegt, kann ich da irgendwas tun, vorbereitend mit meinem Kind irgendwelche Übungen oder schon den Stil irgendwie anleiern? Ja, zumindest einmal die Scheu vom Wasser nehmen, von klein auf. Wir haben Kinder, die kommen mit 5 Jahren zum Schwimmkurs und haben noch nie den Kopf unter Wasser gehabt, auch nicht unter der Dusche. Also in der Früh beginnen einmal ins Wasser gehen, Wasserbewegungen machen, keine Scheu vom Wasser entwickeln, ist durchaus hilfreich. Mit 5 Jahren sollte man loslegen, mit welchem Schwimmstil? Basis für alle weiteren Schwimmarten sind die Kraulbeine und eventuell die Brustarme dazu, der gleich die Kraularme. Das ist die Basis für alle weiteren Schwimmstile. Wir beginnen sehr früh auch mit dem Rückenschwimmen, dass wir mit den Brustbeinen, mit dem Brustschwimmen, mit den Froschbeinen beginnen, wie wir es früher selber gelernt haben bei unseren Eltern. Das ist schon lange nicht mehr so. Ist einer der schwierigsten Schwimmstile. Man tut den Kindern nichts Gutes, weil das richtig zu lernen ist ganz, ganz schwer. Und dass heute 95% aller Erwachsenen Froschschwimmen, einfach von den Beinen her, ist dem geschuldet, dass man früher eben mit Froschbeinen, mit Brustschwimmen angefangen hat. Da bedarf es doch eines gewissen Alters, dass man das wirklich selber kontrollieren kann und richtig angeht. Schau, schau. Das heißt, so wie viele Kinder oder wie ich auch angefangen habe, wenn man ins Wasser reingeht, die fangen mir so zu hundeln an sozusagen. Das ist dann ohnehin eigentlich automatisch der richtige Schwimmstil, weil es geht ja schon in Richtung Kraulen dann. Richtig, wir schauen schon, dass wir das Hundeln wegkriegen. Wichtig ist, die Wasserlage zu haben. Da arbeitet man viel dran. Früh mit dem Rückenschwimmen beginnen und dann sukzessive weiterarbeiten. Wenn mein Kind jetzt trotzdem so ein bisschen Angst vor dem Wasser hat, trotz Dusche und allem drum und dran, Planschbecken im Garten ist das eine und dann sitzt da so ein großes Schwimmbecken. Wie kann ich ihm die Angst da noch ein bisschen wegnehmen? Ja, dass ein Profi darauf spezialisiert ist, der Sache, wie lange ich mir Zeit nehme. Es gibt viele Wassergewöhnungsübungen, die man sich durchaus auch im Internet runterladen kann oder auf YouTube nachschauen kann. Es gibt verschiedene Tempi, das anzugehen. Profis, Schwimmschulen, Wasserrettung sind da zu empfehlen. Die haben die Erfahrung und wissen auch, wie man individuell auf die Kinder zugeht. Wenn ich es jetzt aus irgendeinem Grund nicht schaffe, mein Kind rechtzeitig in einen Schwimmkurs zu schicken, ab welchem Alter ist es eigentlich dann zu spät, um schwimmen zu lernen? Es ist nie zu spät. Unser ältester Schwimmschüler war 83. Wir haben viele Großeltern, die dann in Pension sind, auf die ihre Enkel aufpassen müssen und dann sagen, jetzt ist es soweit, jetzt lerne ich auch schwimmen, ich mag mit dem Kind schwimmen gehen. Ralf, danke schön fürs Gespräch danke und einen auch. Ruhigen Sommer wünsche ich euch. Ohne viele Einsätze, danke. Für den ungetrübten Spaß im Wasser mit Kindern. Rechtzeitig die Scheu vor dem Wasser nehmen. Schwimmkurse machen etwa ab dem 5. Lebensjahr Sinn, wenn Sie selbst mit dem Kind üben, nicht mit dem Brustschwimmen beginnen. Und es ist nie zu spät, einen Schwimmkurs zu belegen.